Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Show von Champions of Regnum. Ja, ich habe mich jetzt hier auf Level 10 hochgelevelt, damit wir die Klasse wählen können, Schützen. Und dafür müssen wir noch ein paar Quests machen und die machen wir jetzt mal ein bisschen. Also am Nachmittag ist noch nicht so viel los von den Deutschen. Eher so ein bisschen die Argentinier. Und ja, habe mich einfach so ein bisschen ein paar Items gesammelt. Oh, ein Pferd. Gut. Das mal abgeben. Und hier auch noch abgeben. So, gut. Jetzt haben wir hier die... Ja, da müssen wir noch etwas abgeben. Da drinnen? Oder? Ah, nein, da. So. Ja, aber die will ich jetzt nicht annehmen. Also, sprecht mit Riam. Wo ist denn der Riam? Da. Ja, jetzt geht's nämlich in die dritte Stadt. Das ist die zweite Stadt, die heißt Rotterswall. Hier mal kurz markieren noch. Ah, ich bin schon gebunden. Gut, ja. Also, ich habe ein paar Items gesammelt für Leute, die neu anfangen. Sind jetzt nicht so der Kracher, aber wenn ihr sie braucht, könnt ihr sie bei mir abholen. Einfach eben den Charaktername an Wispen. Ja, einfach als Freund hinzufügen. Jetzt mal kurz schauen, wie das nochmals ging. Freunde. Dann gebt ihr hier ein Drago Basler. Aber rechts schreiben. Groß schreiben, hinzufügen, dann könnt ihr mir mich mit Doppelklick in der Liste anmarkieren. So, dann könnt ihr mit mir reden, also flüstern. So, ja. Aber eben auf Ra und in Zeiten Alcius. Ah, wir müssen einfach weiter, gut. Ja, und da ist schon Mondzognir. Aha. Da werden Erinnerungen wach. Ich mag diese Stadt. Auch weil ich sie auf Ignis Seite immer wieder belagert habe mit den Clanmitgliedern. Weiß jetzt gar nicht mehr, welche Clan ich war. Müsst ihr die Videos nochmal schauen. Ja. Es ist halt schon ein Jahr her. Ich war ja ein halbes Jahr weg. Darum konnte ich da nicht mehr weitermachen. Das war eigentlich der Hauptgrund. Schlechtes Internet. Und dann, ja, habe ich ja ein halbes Jahr noch irgendwie ein bisschen anders gemacht. Und, ja, Pause gemacht und so weiter. Ja, zu viel Stress gewesen in der Wege. So, dann haben wir hier der Balim. Ja, zum Bogenschützentrainer, aber wieso nicht zum Schützentrainer? Ja, er muss uns zuerst natürlich sagen, was er will. Also die können wir dann später annehmen. Die Grünen sind scheinbar jetzt die Hauptquests, oder die wichtigen Quests. Hm. Da vorne links. Sieht man so schlecht. Da drinnen, hä? Hallo? Ja, was ist denn los mit dieser Stadt? Ah, da drin. Ja, in diesem Spiel muss man manchmal ein bisschen suchen. Jägertrainerin und Schützentrainerin. Gehen wir zuerst zur Jägertrainerin. Und zwar, da ist eine und da weiter hinten ist eine. Das ist der Schützentrainer.
Gehen wir zuerst zur Jägertrainerin und lesen das mal, was sie zu berichten hat. Gut. Seid ihr bereit, ein Jäger zu werden? Nein. Ich möchte Schütze werden. Ich bin immer offensiv. Defensiv liegt mir nicht so. Und es ist so, es ist ein bisschen blöde gemacht in Regnum. Aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. So. Der Jäger ist mir ein bisschen zu gemein, zu schwach und zu abgelenkt mit Pets und Debuffs und so. Und der Jäger, ja, das ist einfach Damage-Stile schnell und so, das gefällt mir. Und jetzt? Dann trainieren wir mal. So, trainieren. Ja, jetzt haben wir hier zwei neue Skillbäume. So gut schauen. Zielbeherrschung und Pfeilbeherrschung. Ja. Dann ist hier Todesurteil. Wir sind langsamer, aber stärker. Wir machen jetzt zuerst einmal. Ja, das ist ein schwach. Ziel wird eingefroren. Ist eigentlich auch nicht so gut. Wieso sind die Gegner unbesiegbar, wenn sie eingefroren sind? Windstoß würde dann schon viel besser sein. Aber wir gehen mal hier auf. Ja, Fingerbrechen ist schon gut. Wieso Gegner Zauberwiderstand? Vielleicht für die Elementarzauber. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen. Ja, Todesurteil, keine Ahnung. Und machen wir mal Wintereinbruch. So, jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen die Zauber. Da sind die Zauber. Also, konstant, dauert 20 Sekunden. Und Wintereinbruch. Gut. Ja, jetzt sind wir Schütze und es ging schneller als nur 5 Minuten ging das, okay. Ja, wollen wir noch ein paar Quests machen, hä? Mit einigen Trainern in der Stadt reden. Das Leben eines Ritters ist hart, aber ruhmreich. Da vorne ist noch einer, der reden will. Da oben sicher. Jetzt schauen wir mal. Da unten. Danke. Ah, das ist auch wieder ein Trainer. Was? Ein Rittertrainer, wir Hexenmeister nutzen die Kraft der Natur. Komisch. Ist das jetzt ein Fehler? Also sagen die das immer zum nächsten Trainer? Also für den nächsten Trainer? Gehen wir einfach mal weiter, wenn das der Hexenmeister ist, dann haben die das irgendwie vertauscht. Also haben wir das nicht vertauscht, aber einfach so gemacht. Ja. Da unten. Oh, drei. Das ist ja mal völlig unnötig. Ja, also es gehört immer der Nächste. Wir beschwören da sein zwischen den Bogenschützen und den Kriegen, um sie zu unterstützen und zu helfen. Ja, zu heilen. Ja. Verstehe. Also jetzt gehen wir. Hexen. Nein, was hat er gesagt? Weiß jetzt gar nicht. Da. Ah, Beschwörer, genau. Stimmt. So. Jetzt müssen wir zum Jäger gehen. Der ist ja da hinten im Haus. Na gut.
So. Ein bisschen kompliziert gemacht zum Schützen. Das Spiel will ein Action-Rollenspiel sein, viel mit Kämpfen, aber ist total ein Taktik-Rollenspiel, was dann ja vieles schlecht macht, sozusagen. Das Spiel braucht einfach ein Genre und nicht mehrere. Und wenn sie das schon früher gemacht hätten, hätten sie viel mehr Zeit gehabt, das Spiel besser zu machen. Aber schaut mal, wie motivierend das Game ist, Mann. Hey, man kann richtig Krieg machen. Das ist richtig cool und ja. In den nächsten Parts werde ich euch da noch ein bisschen mehr erzählen. Und relativ schnell nach oben, ja, ich sage, ich werde ein bisschen mehr farmen als andere Leute, aber ja, was rede? Redet er mich an? Nö. Ich bin der Kleine und du bist der Große. Oh nein, nicht eine. Uhu, Fan. Oh jetzt. Da will ich mich schon hypen. Jetzt fängt's an. Okay, jetzt sage ich nichts mehr. Okay, freut mich. Dann darfst du dich gerne im Video Part 2 vom Let's Show besichtigen und wenn du Bock hast, kannst du ja ein bisschen weiter mit mir spielen oder so. Ja. Was? Welche? Ah, Mann, ich kann nicht schreiben. Welche Party? Das ist ein bisschen hochlevelig. Also wenn ich in eine Party gehe, dann müsste ich nichts anzufangen damit. Scheinbar ist alles schon ein bisschen gut. Also meine Hilfe braucht die wahrscheinlich noch nicht. Wenn ich überhaupt deine Hilfe noch. Okay. Mal schauen. Okay, das Video verzögert sich um ein paar Minuten, aber ja, wenn ihr keine Lust dazu habt, dürft ihr das Video beenden. Ja, schön. Bei Valhalla hat es einige Zeit gebraucht, bis ich da so ein bisschen Ding. Ich habe ja begonnen mit Floster. Und ja, da hat man nach einiger Zeit keinen Bock mehr. Okay, Flauschi. Tikano, Mayela, Enrisa, Amma, Keti, Xiati. Moin. Die sind hier in der Nähe. Da unten sind noch ein paar. Gut. Takino 15. Mayela 36. Und der ist der 60, oder? Was ist er? 52. Was war das jetzt? Ah, der ist gar nicht in der Gruppe, okay. Mit Wodka. Ahoi, Brause mit Wodka. Tequila. So, passt ein bisschen zu Argentinisch. Ja, nicht ganz, aber Mexikanisch. Tequila. Oh,
toller Name für ein Reittier. Senpai, ja, genau. Ich bin schon Senpai. Oh, mein Reittier muss ich danach noch umbenennen. Ich bin immer schlecht im Reittiernamen-Ding. Eigentlich meine eigenen Haustiere. Alkoholprobst halt, ja. Ah. Ja, toll, dass es so viele Deutsche gibt. Vor allem, dass ich außerhalb des Videos nie Deutsche treffe, aber innerhalb eines Videos immer auf Deutsche treffe. Gut, ihr wisst genau, wenn ich aufnehme. Das ist wunderbar. Und ja. Oh, bin ich schon weit. Cool. Ja, Auszeichnungspunkte 35. Also, diese Items sind so ein bisschen zum Verschenken. Und der Quarzstein weiß ich jetzt nicht, den spare ich mal auf. Ich dachte, später gibt es da diese Reichsquests, die man abgeben kann. Also die verschenke ich nicht. Auch wenn sie nichts wert sind. Wo haben wir jetzt das Reittier? Ist es schon. Ah, das ist weg. Das ist nur bis dahin. Aber später kommt man, glaube ich, doch noch eins über gratis. Ja, also, dann war's das mit dem Video. Und der nächste Part kommt sobald. Ja, es ein bisschen Update gibt. Und, wenn ich jetzt wieder jemanden treffe oder so, kann ich auch wieder aufnehmen. So kurz zwischendurch. Das Gute ist, ich kann rendern, ich kann hochladen und ich kann Regnum aufnehmen und spielen flüssig. Das ist einfach toll. Oh, das ist auch ein kleiner. Flauschig ist das. Ja, das passt. Ein kleines flauschiges Kanitel. Jo, also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Euer Drago Basel. Tschüss.